Herzlichen Dank für die freundliche Vorstellung und für die Einladung. Ich werde mich mehr beschäftigen mit den Spielen auf den Finanzmärkten und weniger mit den Spielern. Und bei den Spielen geht es mir in erster Linie um jene, die in den letzten 30 Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen haben. Und das ist der Handel mit Financial Assets aller Art, Devisen, Aktien, Rohstoffderivate, also Aktivitäten, die für sich allein genommen mit Finanzintermediation, also mit der Bereitstellung von Finanzierungsmitteln von den Überschusseinheiten zu den Defiziteinheiten nichts zu tun haben. Es geht dabei besonders um das Verhältnis von Risikoproduktion zum Anbieten von Produkten, die wiederum absichern sollten gegen Risiken. Denn es gibt Aktivitäten, die in systematischer Weise das Risiko erhöhen. Und diese werden von den gleichen Aktoren gesetzt, die dann Produkte anbieten, um sich gegen das Risiko abzusichern. Das werde ich in den ersten 10 Minuten versuchen zu skizzieren und in den zweiten zeigen, dass diese Finanzalchemie, dieser Versuch aus Geld mehr Geld zu machen auf selbstreferenzielle Weise, die Realwirtschaft in so extremer Weise beeinträchtigt, dass sie aus meiner Sicht die Hauptursache ist für die Verschlechterung der Wirtschaftslage in den letzten Jahrzehnten. Nun einige Thesen gleich einmal als Appetizer. Wechselkurse, Rohstoffpreise, Aktienkurse und Zinssätze entwickeln sich in einer Abfolge von Bullen- und Bärenmärkten. Diese manisch-depressiven Schwankungen stellen die Essenz der Preisbildung auf den freiesten Märkten dar. Sie sind also nicht irgendwelche Anomalien, sondern die freiesten Märkte produzieren systematisch falsche Preise. Bullen- und Bärenmärkte sind das Ergebnis der Akkumulation von kurzfristigen Preisschüben, die sich über mehrere Jahre akkumulieren, weil wenn eine Bullishness dominiert am Markt, dann dauern eben monotone Preisbewegungen nach oben etwas länger als Gegenbewegungen. Diese Preisschübe werden jetzt von Trading-Systems systematisch ausgenutzt, gleichzeitig aber verstärkt. Die Instabilität der für die Unternehmen wichtigsten Preise hat seit den 70er Jahren das Gewinnstreben systematisch von realwirtschaftlichen zu finanzwirtschaftlichen Aktivitäten verlagert. Die Realkapitalbildung musste dadurch immer langsamer vor sich gehen und damit auch die Produktion von Arbeitsplätzen, denn Arbeitslosigkeit ist letztlich immer ein Defizit an Arbeitsplätzen. Gleichzeitig bedeutete die Tatsache, dass der Unternehmenssektor selbst immer mehr auf den Finanzmärkten aktiv wurde, dass sein Defizit gesunken und das Staatsdefizit daher gestiegen ist. Die große Krise der letzten 5 Jahre ist für mich letztlich die finale Phase der Selbstzerstörung dieser Spielanordnung, Finanzkapitalismus, denn ein System, das sich am Prinzip orientiert, lassen Sie Ihr Geld arbeiten, muss scheitern, weil nicht Geld arbeitet, sondern eben nur Menschen mit Maschinen. Jetzt fange ich einmal mit einigen Überlegungen an zur Dynamik spekulativer Preise. Blicken wir auf die Folge von Bulls und Bears am amerikanischen Aktienmarkt auf der Basis des S&P 500. Wir sehen zwischen 1995 und 2000 verdreifacht sich das Kursniveau. Es fällt auf weniger als die Hälfte. Vor der Finanzkrise verdoppelt es sich wieder, sinkt massiv in der Finanzkrise, ist in den letzten Jahren wieder gestiegen. Wir sind im Moment schon wieder da oben. Und allein das Ausmaß dieser Bewertungsschwankungen steht in Widerspruch zur Vorstellung, dass die Börsen die Fundamentalwerte richtig
widerspiegeln. Noch größer ist aber der Widerspruch, wie ein Bullenmarkt zustande kommt. Wenn Sie nämlich systematisch auswerten, monotone Kursbewegungen nach oben und unten, werden Sie herausfinden, und das gilt für sämtliche spekulative Preise, dass ein Bullenmarkt immer dadurch zustande kommt, dass es eine Persistenz gibt in den Kursschüben, also eine Art Trending, das, wenn der Markt bullisch ist, nach oben länger dauert als die Gegenbewegungen, und dann kriegen Sie natürlich so einen stufenweisen Aufwertungsprozess. Dieses empirische Ergebnis widerspricht vollkommen den Annahmen der Gleichgewichtstheorie, wonach ja eine Preisaufwärtsbewegung sprungartig erfolgen müsste als Reaktion auf neue Informationen über Market Fundamentals. Stellt aber gleichzeitig ein ganz wichtiges Verbindungsglied zwischen der Tatsache dar, dass Spekulieren immer kurzfristiger wird, gleichzeitig aber das Phänomen der langfristigen Bewegungen nach oben und unten, Bullen- und Bärenmarkt, auch zugenommen hat. Das zweite Bindeglied zwischen dieser scheinbaren Paradoxie, Trading wird immer schneller und gleichzeitig werden die Bullen- und Bärenmärkte immer ausgeprägter, liegt darin, dass sich dieses Muster von Trending immer wieder zeigt über unterschiedliche Zeitskalen. Was ich vorher gezeigt habe, waren Tagesdaten, das wären jetzt für dieselbe Preisreihe 30-Minuten-Daten. Sie können die Datenfrequenz jetzt runtergehen auf 5 Minuten oder Minutendaten und dieselbe Auswertung machen. Sie kommen zum gleichen Ergebnis. In gleicher Weise verlagert sich auch die Spekulation auf das Ausnützen immer schnellerer Kursbewegungen. Und qualitativ ist das Bild gleich für alle wesentlichen Asset Markets. Hier haben wir etwa den Ölpreis, wo wir sehen, wie diese Verdreifachung in 18 Monaten durch eben Underlying Trends, die länger nach oben dauern als nach unten, verstärkt wird. Sie sehen auch gleich ein ganz primitives Spekulationssystem, nur ein einziger gleitender Durchschnitt. Die Regel lautet, kaufe, wenn immer der Preis den gleitenden Durchschnitt von unten schneidet, also kaufe hier, verkaufe hier zurück. Jeder, der weiß, wie hoch die Leverages sind auf Derivatmärkten, kann sich vorstellen, dass zumindest das Profitpotenzial dieser Systeme enorm ist. Das ist nicht zuletzt ein Grund, warum Finanzinvestoren, unter Anführungszeichen in Wahrheit natürlich Spekulanten, in den letzten 10 Jahren auch zunehmend die Rohstoffmärkte entdeckt haben und dieses Bild etwa für Weizenfutures durchaus ähnlich ist, wo wir sehen, wo innerhalb von 1,5 Jahren der Weizenpreis sich verdreifacht. Hier vielleicht der für europäische Unternehmer wichtigste Preis, der Wechselkurs zwischen dem Euro und dem Dollar. Wir können klar erkennen, dass sowohl am Beginn die Abwertung des Euro entlang von 3 Underlying Trends erfolgt, als auch die geradezu absurde Verdoppelung des Wechselkurses in einer Sequenz solcher Schübe erfolgt. Das sind wieder Tagesdaten, das wären 5-Minuten-Daten, wo Sie natürlich mit primitiven Spekulationssystemen nicht realisieren können, daher werden komplexere verwendet, aber das nur zur Andeutung, dass das Phänomen des Trending sich über Zeitskalen wiederholt. Was sind jetzt die Folgen, dass die wichtigsten Preise in der Weltwirtschaft in sozusagen einer Abfolge von Bullenmarkt und Bärenmarkt sich entwickeln? Nun, nur eine kurze Rekapitulation am Vergleich von 2 Preisen, dem Wechselkurs der Weltwährung des Dollars gegenüber den wichtigsten anderen Währungen und dem Ölpreis. Vor 1971 war das im Wesentlichen eine gerade Linie im System fester Wechselkurse. Die Aufgabe von Bretton Woods führt sofort zu einer Dollarentwertung um 25%.
zwischen 71 und 73 und dadurch wurde eine Ländergruppe in der Weltwirtschaft am meisten beeinträchtigt, die nur ein einziges Produkt hatten, das in Dollar notiert, die Erdölexporteure des Mittleren Ostens. Der Ölpreisschock ist in meiner Interpretation der Weltsystem endogen, er erfolgt am Ende dieses Entwertungsprozesses und das Ganze wiederholt sich zwischen 76 und 79 wiederum mit der Reaktion des zweiten Ölpreisschockes. Umgekehrt, wie der Dollar boomt, unter Ronald Reagan sinkt der Ölpreis auch in den letzten Jahren eine ziemlich ausgeprägt gegenläufige Entwicklung. Hoppla, das ist die falsche Richtung. Jeder, der sich erinnert, dass die beiden Ölpreisschocks die ersten beiden Rezessionen ausgelöst haben, die zur Arbeitslosigkeit, höherem Budgetdefizit führt, sieht an diesen Beispielen schon, wie die Destabilisierung eines Finanzmarktes, Devisenmarktes, zur Destabilisierung der Ölpreise und in der Folge zu Rezessionen führt. Jetzt vielleicht ein relativ aktuelles Beispiel. Meine Haupterklärung für die systemischen Ursachen der Finanzkrise 2008 ist ganz einfach. Wir haben die Koinzidenz, das zeitliche Zusammenfallen von drei Bärenmärkten erlebt. Der Boom der Rohstoffpreise und der Boom der Aktienkurse fiel zeitlich zusammen mit dem Boom der Immobilienpreise und peinlicherweise sind alle drei Vermögenspreise gleichzeitig gefallen nach 2008. Das hat es das letzte Mal zwischen 1929 und 1933 gegeben und wir verdanken der amerikanischen Administration von Bush, dass die wenigstens nur eine Woche gebraucht haben, um zu begreifen, dass was nach Lehman passierte, tatsächlich das Potenzial einer neuen Weltwirtschaftskrise hatte. Daher haben die Amerikaner auch alle Tabus gebrochen und die hätten auch noch mehr Konzerne verstaatlicht, das General Motors und AIG. Was mich ein bisschen skeptisch stimmt, ist natürlich diese Konstellation, nicht, wo wir jetzt stehen, in Kombination mit doch der deutlichen Erholung der Rohstoffpreise. Ich sage keinesfalls einen Börsenkrach voraus. Nur eines ist für mich sicher, wenn die Party auf den Aktienmärkten vorbei ist, dann wird es runtergehen. Und wenn es runtergeht, dann wird es wieder zu einer massiven Entwertung des Pensionskapitals etc. führen und damit wird es aus meiner Sicht in die finale Phase der Selbstzerstörung des Finanzkapitalismus gehen. Was meine ich überhaupt mit Finanzkapitalismus? Damit meine ich einfach eine komplexe Spielanordnung, wo viele einander ergänzende Bedingungen dazu führen, dass das Gewinnstreben, und das Gewinnstreben ist nun einmal die Kernenergie des Kapitalismus, sich immer mehr auf Finanzveranlagung und Spekulation verlagert. Im Gegensatz zum Realkapitalismus der 50er, 60er Jahre, wo umgekehrt eine Vielzahl von Rahmenbedingungen das Gewinnstreben systematisch auf realwirtschaftliche Aktivitäten verlagerte. Wenn Sie sich überlegen, wie Sie in den 60er Jahren aus Kapital mehr machen konnten, dann ging das eben nur in der Realwirtschaft. Und wenn die Rahmenbedingungen so sind, das Kapital ist ein flexibles Wesen sozusagen, das geht dorthin, wo es was zum Verdienen gibt. Blicken Sie nach China. China ist eine typisch realkapitalistische Spielanordnung. Selbstverständlich werden die beiden für Unternehmen wichtigsten Preise, Zinssatz und Wechselkurs, nicht dem Spiel der Märkte überlassen, sondern werden durch die Politik gesteuert, was unternehmerisches Verhalten wesentlich erleichtert. Aber zu diesen beiden Spielanordnungen gehört noch viel mehr 50er, 60er Jahre, feste Wechselkurse, Zinssätze, die stetig unter der wirtschaftlichen Wachstumsrate sind. Eine Konstellation, die meiner Ansicht nach eine notwendige Bedingung für eine kapitalistische Wirtschaft ist, weil die unter Unsicherheit operiert. Das heißt, es muss derjenige, der einen Kredit aufnimmt und in Realkapital investiert, sozusagen einen Vorteil haben, der sich im Zinssatz unterhalb einer Wachstumsrate ausdrückt. Und das wichtigste Element dessen, was ich als
Realkapitalismus bzw. Finanzkapitalismus bezeichnen, ist natürlich die dominante Wirtschaftstheorie. Weil die Wirtschaftstheorie, die dominiert, hat die Funktion einer Navigationskarte. Sie koordiniert das Verhalten der Politik, der Unternehmer, der Haushalte, und die keynesianische Navigationskarte hat eben andere Handlungsanweisungen gegeben als die neoliberale Navigationskarte. Man muss also den Zusammenhang zwischen dem Krieg der Ökonomen und der Veränderung der Anreizbedingungen klar sehen. Es ist eben kein Zufall, dass die neoliberale Sicht der Welt gleichzeitig gegen Gewerkschaften und Sozialstaat gerichtet ist und gleichzeitig für die schrankenlose Liberalisierung, die Entfesselung der Finanzmärkte immer eingetreten ist. Aber was macht denn ein Unternehmer unter den Bedingungen, die ich Ihnen gerade skizziert habe? Instabile Wechselkurse, Rohstoffpreise, Zinssätze und Aktienkurse. Er wird natürlich relativ weniger real investieren und mehr in kurzfristig liquide Investitionen gehen. Und das sieht man sehr schön, wenn man sich nur die Vermögensbildung des deutschen Unternehmenssektors ansieht. Unter realkapitalistischen Rahmenbedingungen 60er Jahre macht er das, was seine gesellschaftliche Funktion ist. Er bildet Realkapital hier in Relation zum Nettoproduktionswert. Finanzkapital haben die Unternehmen der Realwirtschaft natürlich auch. Sie brauchen ein Konto bei der Bank, aber es hat keinen Eigenwert. Sie sind noch keine Dagobert Dax geworden. Erster Ölpreisschock, eine Dämpfung, von der sich das System rasch erholt. Nach dem zweiten Ölpreisschock dauert es aber viel, viel länger. Der Grund ist aus meiner Sicht ziemlich klar, er liegt an diesem Systemwechsel. Ende der 70er Jahre ist der Zinssatz über die wirtschaftliche Wachstumsrate hinausgehoben worden und bleibt seitdem im Wesentlichen darüber. Damit ist der entscheidende Schritt zu einer finanzkapitalistischen Spielanordnung gesetzt worden. Und wir sehen, dass lediglich die deutsche Wiedervereinigung zu einer gewissen Erholung führt, aber seit 20 Jahren geht die Realkapitalbildung relativ zur Nettoproduktion zurück und die Finanzkapitalbildung nimmt zu. Das heißt, Sie können sich Konzerne wie Siemens quasi dazu vorstellen, die eben völlig verständlicherweise, daher kritisiere ich ja nicht die Spieler, sondern die Spielanordnung, dass die Treasury von Siemens mehr in Finanzaktiva geht, wenn sie höhere Renditen erwartet, dass die Gebäudetechnik, so funktioniert der Kapitalismus. Sie müssen an den Anreizbedingungen etwas ändern. Dass hinter dieser Linie sowohl das Problem der Arbeitslosigkeit als auch der Staatsverschuldung steckt, ist ziemlich klar. Ein produktiver Arbeitsplatz braucht unbedingt eine Realkapitalausstattung. Wenn die relativ zurückgeht, werden einfach weniger produktive Arbeitsplätze geschaffen und es werden mehr atypische Beschäftigungsverhältnisse kreiert, um das Problem irgendwie abzumildern. Und das Problem der Staatsverschuldung können wir sehr schön an den Finanzierungssaldern erkennen. Die Haushalte haben immer Überschüsse. Gut. Wenn der Unternehmenssektor in etwa, das war nur die Rezession 67, aber im Großen und Ganzen ein so hohes Defizit macht, wie die Haushalte Überschüsse haben, dann hat der Staat einen ausgeglichenen Haushalt, ohne dass er irgendwas tun muss. Die Unternehmer wollen das Geld, sozusagen das Sparvermögen, in Maschinen und Arbeitsplätze verwandeln. Und betrachten Sie bitte die rote Linie über Jahrzehnte. Der Unternehmenssektor wird ein Überschusssektor. Unter den Umständen kann der Kapitalismus nicht funktionieren. Es geht nicht, weil die Haushalte haben weiter Überschüsse. Die deutsche Lösung ist, das Problem ins Ausland abzutreten. Das heißt, das Ausland macht so hohe Defizite, aber das ist ja, damit wären wir ja schon bei der Eurokrise. Das ist sicherlich keine systemische Lösung. Letzte Grafik, ich habe jetzt nicht auf die Uhr geschaut, jetzt weiß ich nicht, ob ich noch ein paar Minuten habe oder nicht. Zwei, gut, wunderbar. Die so einfach ist. Ich sage ja nur, unter realkapitalistischen Rahmenbedingungen erreichen Sie deshalb Wirtschaftswunder und Vollbeschäftigung, weil sich das Kapital nur in der Realwirtschaft vermehren kann. Vollbeschäftigung ist ein Kollateralnutzen, das ist passiert. Das ist nie an sich angestrebt von Unternehmen, aber wenn die Profitrate dort so hoch ist, ja, dann geht man eben hin. Und wenn aber jetzt die Arbeitslosigkeit
in Vollbeschäftigungsnähe sinkt, bitte durchschnittliche Arbeitslosenquote 2% in ganz Westeuropa, dann sinkt mit einer gewissen Verzögerung 20 Jahre lang die Staatsverschuldung. Die Staatsverschuldung ist genau in der Phase gesunken, in der der Sozialstaat ausgebaut wurde. Umgekehrt ist der langfristige Anstieg der Arbeitslosigkeit als Indikator des Schlechtfunktionierens des Gesamtsystems aber nur als Indikator dessen, dass eben auch die Staatsverschuldung steigt. Warum ich das als letztes zeige, ist, weil dieser Gedanke, der jetzt noch immer so dominant ist, wir müssen unbedingt die Staatsfinanzen sanieren und sei es auf Kosten der Arbeitslosigkeit, einfach hirnrissig ist. Es kann nicht funktionieren. Arbeitslosigkeit und Staatsverschuldung sind Zwillingsprobleme. Die sind vollkommen verknüpft mit der Schlechtperformance des Gesamtsystems und man muss an den Anreizbedingungen insgesamt etwas ändern. Das ist aber das Schwierigste, weil das Schwierigste am Lernen ist das Verlernen. Sie müssen das rauskriegen, was 40 Jahre lang auf den Universitäten von den Chefredakteuren und so weiter quasi gelernt und für richtig gehalten wurde. Und daher bin ich, was die Zukunft betrifft, nicht sehr optimistisch. Dankeschön. Herr Schulmeister, jetzt haben wir ja derzeit sehr niedrige Zinsen am Kapitalmarkt. Die Zentralbankzinsen sind bei fast null und man kann sogar, ich glaube, wenn man ordentliche Sicherheiten hat, für 2,8% Baukredit kriegen. Das müsste doch eigentlich dann in die richtige Richtung gehen, tut's aber nicht. Deswegen reicht es irgendwie noch nicht. Vielleicht doch noch mal ein Wort zu den Maßnahmen, wie wir das System wieder umdrehen. Ja, vielen Dank. Dann gab es da hinten eine Frage. Ja? Ja, mir geht es um die Frage, ob Rohstoffspekulation schädlich ist für die Realwirtschaft. Flassbeck bei der UNCTAD hat ja damals eine Studie herausgebracht. Hier bin ich. Hat ja damals eine Studie herausgebracht, dass es ja durchaus schädliche Wirkungen hat, dass die Finanzialisierung der Rohstoffmärkte durchaus schädliche Auswirkungen hat. Aber jetzt kam ja eine Literaturübersicht, ein Diskussionspaper von der Uni Halle raus, Anfang diesen Jahres, das eben das aussagt, dass über 20 Studien haben sie sich angesehen, dass die Rohstoffspekulation keine oder sogar positive Auswirkungen hat auf die Realwirtschaft. Und jetzt wäre halt die Frage, was sagen Sie dazu und gibt es auch schon eine wissenschaftliche Erwiderung auf dieses Diskussionspapier von der Uni Halle? Ja, vielen Dank, Herr Holt-Frerich und dann hinter Ihnen. Die Schlussfolgerung aus Ihrer Analyse wäre ja, dass man das Wirtschaftswachstum wieder ankurbeln müsste. Und damit könnte man auch das Staatsschuldenproblem lösen. Sehen Sie eine Möglichkeit für die Wirtschaftspolitik, das zu tun? Und wie wollen Sie die Widerstände in der Bevölkerung, die ja besonders in Deutschland stark sind, gegen Wirtschaftswachstum überwinden? Ja, können Sie, Herr Holt-Frerich, können Sie einfach das Mikrofon eins weiterreichen? Ja? Ulrich Tiedemann, Mem Denkfabrik für Wirtschaftsethik. Habe ich Sie richtig verstanden, dass Ihre Problemanalyse darin besteht, dass Sie sagen, das Kapital ist in Spekulationsgeschäften sozusagen verschwendet worden und wurde der realwirtschaftlichen Investition in Arbeitsplätzen entzogen? Verstehe. Okay, dann haben Sie Gelegenheit, das richtig zu stellen. Meine Nachfrage wäre, kann es vielleicht auch zu viel Kapital in der Realwirtschaft geben? Jetzt habe ich im Augenblick sehe ich hier keinen auf dem Radar, oder haben wir noch einen übersehen? Okay, dann machen wir das jetzt so. Herr Schulmeister darf leider, das ist fies, jetzt nicht antworten, hat dafür nachher als Erster die Gelegenheit, Stellung zu nehmen.